Heute schauen wir uns mal alle Woche 3 Aufgaben an, haut aber davor gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Fangen wir mal hier kurz mit der ersten Aufgabe an. Hat zwar nichts mit der Woche 3 zu tun, aber ich nehme das Ganze hier mit ins Video rein. Und zwar einmal die Winterfest-Aufgabe wäre, dass wir ein Geschenk benutzen. Ich blende euch mal ganz genau hier ein, was für ein Geschenk gemeint ist. Kann man so gut wie überall finden, ist aber relativ schwer zu finden. Ich habe jetzt in der gesamten Season nur 3 Stück gefunden, muss ich sagen. Liegt also gefühlt überall random rum. Kann man auch aus Truhen finden, eventuell sogar durch Loot Drops. Aber sucht einfach rum, gefühlt überall auf der Karte kann man das Ganze finden. Für die erste Stufe der Aufgabe müssen wir einfach hier in Logjam landen. Mehr müssen wir gar nicht tun. Einmal gelandet und dann bekommen wir hier wieder dieses Handy in die Hand gedrückt. Und die zweite Stufe wäre, dass wir bestimmt wieder irgendwas suchen müssen, oder? Ja genau, wir müssen wieder etwas einsammeln und ich werde euch jetzt die ganzen Orte zeigen. Der erste Ort, wo ihr sowas einsammeln könntet, wäre ganz genau hier einmal auf der Karte markiert. Das ganze Zeug wird euch so oder so relativ genau markiert. Und zwar hier auf dem Berg, wird euch auch ganz, ganz leicht angezeigt. Und der erste Ort, wo ihr landen müsst, wäre einmal hier auf der Karte, habe ich euch nicht gezeigt. Ganz genau hier landen und dann hier hingehen mit dem Boot am besten. Dann seid ihr so schnell wie möglich und einmal hier kurz einsammeln drücken und dann habt ihr schon mal 1 von 3. Der zweite Ort müsste irgendwo ganz genau hier sein, wo ich markiert habe. Ja genau, hier ist direkt der zweite Ort. Einmal wieder einsammeln und dann habt ihr wieder ganz entspannt schon 2 von 3. Man kann die Aufgabe easy in einer Runde schaffen und hier wäre auch schon der letzte. Mir fällt gerade auf, dass hier so ein V-Bucks-Zeichen ist. Auch sehr interessant, so einmal kurz hier den Stein wegmachen. Für eine weitere Aufgabe für ein paar Schwachstellen treffen. So, kurz den Stein wegmachen und jetzt könnt ihr das Ganze hier einsammeln. Und das Ganze befindet sich einmal ganz genau hier auf dem Berg, auf der Karte. Und jetzt kommen wir auch schon hier zu einer weiteren Aufgabe. Wir müssen 5 Kühlboxen oder Eismaschinen durchsuchen und in Greasy gibt es echt einen sehr, sehr guten Ort. Ich markiere euch das Ganze mal ganz genau auf der Karte, wäre einmal hier dieses große Gebäude und da gehen wir einmal hier nach links und hier sehen wir auch schon direkt die erste Eismaschine bzw. Kühlbox. Einmal durchsucht, jetzt fehlen uns noch 4 Stück. So, einmal hier nach oben auf die linke Seite und hier sehen wir direkt 3 weitere. Einmal durchsuchen, durchsuchen und durchsuchen. Also in dem Gebäude gibt es sogar 5 Stück, was die Aufgabe dann relativ einfach macht. So, einmal hier nach links durch die Tür und hier wäre dann einmal die letzte Kühlbox. Die zweite Aufgabe nennt sich hier Rutsche ohne Unterbrechung 25 Meter weit. Das Ganze müssen wir hier einmal machen. Baut euch am besten hoch. Ihr könnt das Ganze übrigens auch in der Gruppenkeile machen. Dann markiert ihr euch das Ganze, müsst ihr aber nicht, aber um zu schauen, ob es auch 25 Meter sind. Dann rutscht ihr einfach hier das Ganze nach unten und dann habt ihr ganz entspannt schon mal die zweite Aufgabe erledigt. Die dritte Aufgabe nennt sich Hüpfe 5-mal auf Spider-Mans Sprungnetzen, ohne den Boden zu berühren. Sollte eigentlich relativ einfach sein. Die beste Location dafür ist ganz genau hier in der Nähe von Rocky Reels. Zwischen diesen 2 Felsen hier habt ihr 2 solche Netze. Jetzt springt ihr auf 1 drauf. So, einmal, 2-mal, es ist relativ komisch. 3, 4 und damit wäre auch schon ganz easy die Aufgabe erledigt. Die vierte Aufgabe wäre, dass wir mit 3 verschiedenen NPCs sprechen. Und der erste wäre einmal hier, der Guaco müsste das sein, oder? Ganz genau, ja genau, Guaco. Einmal mit dem ganz entspannt reden und dann habt ihr hier schon mal 1 von 3. Hier bunkert Jonesy und zwar einmal hier auf der Karte markiert. Der läuft einfach hier ein bisschen immer außen rum, wird euch so oder so mit einer Sprechblase immer markiert. Ganz klein kann man das hier erkennen und jetzt kommen wir hier schon zum letzten NPC. Der letzte NPC wäre einmal hier die Kuschelbär-Beauftragte. Einfach wieder hingehen, ansprechen und dann wäre hiermit schon die Aufgabe abgeschlossen und das Ganze befindet sich einmal hier auf der Karte. Eine weitere Aufgabe nennt sich, nimm Gegenstände mit, die in einem Zelt verstaut waren. Dafür brauchen wir hier erstmal ein Zelt und in Greasy spawnen immer zu 100% 2 solche Zelte. Und da müssen wir einmal hier kurz drücken und dann Vorrat verwalten. Und ihr seht, ich habe noch nichts hier drin. Wenn es bei euch genauso aussieht, einfach kurz eine Waffe schnappen. Schauen wir uns kurz mal an, ob es hier eine gibt. Hier vorne haben wir auch schon eine Sniper zum Beispiel. Oder eine weitere Sniper, was ein Pech wir haben. So, dann gehen wir hier einmal rüber, drücken nochmal auf Verwalten und drücken hier mal auf die Sniper drauf. Einmal, jetzt ist das Ganze hier im Zelt drin und jetzt können wir auch das Ganze sozusagen dann wieder rausholen. Einmal wieder hingehen, auf die Sniper drücken und dann ist das Ganze wieder in eurem Inventar und so löst man ganz entspannt die Aufgabe.
Eine weitere Aufgabe nennt sich, dass wir 75 Schaden entweder ganz genau hier bei Rocky Reels machen müssen. Landet einfach da, macht 75 Schaden an einem Gegner und die Aufgabe sollte auch hiermit erledigt sein. Oder landet ganz genau hier und macht das gleiche dort. Also entweder oder, spielt keine Rolle wo. Ihr müsst es nicht an beiden Orten machen. Ein Ort reicht völlig aus. Und zwar müssen wir 100 Mal Schwachstellen treffen. Ist wirklich relativ einfach. Schwachstellen sind ganz genau diese Dinger hier, diese Kreise, die man beim Abbauen treffen muss. Ganz entspannt 100 Mal machen. Das war es dann auch hier dann schon mit den ganzen Woche 3 Aufgaben. Vergesst nicht, meinen Code im Shop einzutragen. Danke auch hier für den Support. Und dann beende ich hiermit das etwas längere Challenge-Video.